Freunde, zu einer weiteren Folge Odyssey im Auftrag des Königs. In der letzten Folge haben wir einen Geist gesehen. Jetzt geht es weiter. Ja, okay. Das war meine Originalstimme. Übrigens nicht verzerrt oder bearbeitet, sondern live eingesprochen. Also als kleiner Gag mal, um den Anfang hier mal so richtig spooky wirken zu lassen. Ja. Und jetzt gibt es den Janus, dem wollen wir mal erzählen, dass wir den Geist gesehen haben, mit dem sich Fulgo... Verdammt! Was willst du? ...unterhalten hat. Wegen deinen Gespenstern. Ja? Hast du was herausgefunden? Ich wollte es ja zunächst nicht glauben, aber du hattest recht gehabt. Fulgo hat tatsächlich mit einem Geist gesprochen. Also hatte ich mich doch nicht getäuscht. Worüber haben sie geredet? Nun, so ganz schlau wurde ich nicht daraus. Auf jeden Fall aber scheint Fulgo was im Schilde zu führen. Was hat er vor? Leider konnte ich wie gesagt nicht alles verstehen. Ich habe aber das Gefühl, dass er Verrat im Sinn hat. So ein Mistkerl. Wir müssen sofort seine Exzellenz Bescheid geben, bevor Fulgo sein Ziel erreichen kann. Schon. Aber wird Bruno uns überhaupt glauben? Ich habe da meine Zweifel. Immerhin wissen wir ja nicht, was Fulgo genau vorhat. Du hast recht. Diese Geistergeschichte wird uns seine Exzellenz nicht abnehmen. Trotzdem sollten wir es auf jeden Fall versuchen. Um damit Fulgo zu warnen? Nein, das ist keine gute Idee. Wir müssen uns etwas anderes überlegen. Ich werde mich mal am besten um die seltsamen Geräusche kümmern, die du nachts gehört hast. Ich vermute, dass diese vom Dach herkommen. Dafür benötige ich den Schlüssel, der die Türen zum Dach öffnet. Hier. Aha. Aha. Also ich habe die Vermutung, dass der Fulgo den Bruno stürzen wird. Ah, jetzt. Ja, aha. Nee, das ist mir ein bisschen zu dunkel hier. Nachher sehe ich hier niemanden. Also, auf dem Dach soll es Geräusche geben. Naja, Ratten oder Goblins werden es nicht sein. Janus, machen wir mal Wachablösung. Verdammt. Was willst du? Schlafen. Okay, also geht's gleich hier richtig zum Dach hoch. Oh weia. Ah, das sieht schön aus. Ich muss schon sagen, die Burg ist gut konstruiert. Okay. Gibt's hier noch was Besonderes? Irgendwie ist mir das alles nicht ganz geheuer. Okay, hier gibt's eine Zwischenstufe. Oh weia. Okay. Hä? Also hier scheint niemand zu sein, beziehungsweise. Ich kletter da noch nicht hin. Lass mal wissen, was hier ist. Ah, das ist der Zugang zu Telems Gemach. So, schauen wir mal. Oh, was ist denn das? Da hinten ist wer? Das war da in der Zinne drin. Wir sind Meuchelmörder. Oha, ein Meuchelmörder also. Mal gucken. Ach, der kommt gleich mit der Armbrust an. Okay. Ja, okay, jetzt hat er seinen Teil gezogen. Oh, sieht ja cool aus. Sieht aus wie so ein Ninja. Und ich habe keine Chance gegen den Wolchen. Superklasse. Okay, so sieht das also aus. So, jetzt erstmal die Taktik ändern. Geschärften Pfeil laden.
Bogen ausprobieren. Die Meuchelmörder aus der Zinne locken. Aus dieser Burgzinne. Na? Okay. Hier hoch. Nein, du sollst da hochspringen. Kommt da raus? Ne, bleibt hängen. Ja, da ist er. Na? Wo soll denn? Da ist er. Voll in Panik hier. So, vielleicht geht das ja irgendwie. Hallo? Wo bist du denn? Hat sich wieder da drunter versteckt. Ah, oder so. Er bleibt da hängen. Oh, er kommt hoch. Das ist nicht so schön. Na? Ah, Glück, dass er da hängen bleibt. Er holt immer wieder aus. Hat aber keine Reichweite. Das ist doch nicht so blöd. Weil er die ganze Zeit da stehen bleibt und ich kann ein paar Pfeilchen absondern. Oh. Dass ich ein bisschen bewegt. Oh, jetzt versucht er. Oh, jetzt versucht er die andere Seite zu nehmen. Aber er bleibt noch hängen. Okay, er macht den Moonwalk auf der Zinne. So, wie wär's mal mit hier? Genau, richtig. Ja, voll in den Bauch rein. Los! Ich werde dich niederstrecken, du Meuchelmörder mit deinem Taschentuch im Gesicht. Ah, jetzt ist er zu weit rumgegangen. Kann ich nicht mehr treffen. Na? Noch ein paar. Oh. Oh, erwisch mich bloß. Oh, jetzt. Okay. Hey. Du weißt auch nicht, was du willst, ne? Los, komm. Leg dich da nieder durch meinen scharfen Pfeilen. Wow, sehr gut. Super. Dass der nicht abgerutscht ist. Was hat er denn hier? Degen, Armbrust, Leichte. Oh, ich habe eine Armbrust, toll. Super. Okay, ich habe auch einen Eintrag bekommen. Und zwar Poltergeister. Janus gab mal genau richtig. Ich habe auf dem Dach der Burg einen Assassinen entdeckt. Vielleicht sind hier noch mehr. Man sollte lieber mal das ganze Dach durchsuchen. Na, ich glaube auch, dass es bestimmt noch mehrere gibt. Dann werden wir mal speichern. Und, genau richtig. Vielleicht gibt es ja noch so ein Dach mit so einem, mit so einer Zinne. Hier auf dem Dach? Nee. War ich da oben drin schon? Kann ich mich gar nicht erinnern. Aber so ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis. Vielleicht hier? Auch nicht. Mann. Wo ist der zweite Meuchelmörder? Assassine. Ach, da ist was. Da ist er. In dem Türmchen drin. Okidoki. Oh, das wird schwieriger, denke ich mal. Oh, das wird schwieriger. Der wird wahrscheinlich auch einen Armbrust haben. Ja. Mal gucken, ob er darauf reagiert. Nee, er hat mich noch nicht entdeckt. Ach ja, ich war ja hier. Das ist ein Stein. Oh, 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 oh. Wieso bin ich denn nicht weggegangen?
So, da werden wir mal die Strategie ändern. Und zwar hat die leichte Armbrust ja 60 Schaden. Bolzen zwar 3 im Vergleich zu dem Schaden von. Da ist er schon. Im Vergleich zum Bogen. Na. Muschelmörder. What are you doing there? Aha. Ah, Mist. Will, dass du hier hochkletterst. Nee, er versucht das ja irgendwie. Aber rutscht immer runter. Und wenn ich hier hingehe. Ach, jetzt ist er draußen. Ah. Okay, wenn er die ganze Zeit in diesem Kletterloop bleibt. Ich treffe ihn ja. Oh. Der hat mich getroffen. Oh, vom Sims zu Sims. So, da will ich mal gleich erstmal ihn hier einspannen. Dann speichern. So. Also. Meuchelmörder locken. Frohlocket. Frohlocket die Meuchelmörder. Zurückgehen. Warten, bis er da rausklettert. Wenn er denn rausklettert. Ja, genau. Und zwar ziemlich langsam. Dann werden wir ihn auch hier... Ne? Kommst du? Okay. Ja, er kommt. Oh. Oh. Wo hat der mich schon ein bisschen... Okay, okay, jetzt ist er auch wieder so in so einem komischen, ulkigen Modus. So. Und, hallo? Oh, 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 nicht so nah, nicht so nah. Okay. Oh, ich brauche natürlich hier ein bisschen länger zum Nachladen. Aber dafür gibt der Bolzen mehr Schaden. Ich sollte ich vielleicht doch noch irgendwie die Armbrust verbessern. Brauche ich da mehr Geschicklichkeit? Ich glaube ja. Und natürlich Armbrustkenntnisse. So, ein Trefferchen und jetzt wieder... Alter, was ein Geschepper. Okay. Meuchelmörder. Hat auch einen Degen, wieder eine leichte Armbrust, 50 Bolzen, Heilkraut und Dietriche. Mhm. Puh, jetzt haben wir das geschafft. Gleich abgespeichert. Hallo? Wir speichern. Auf, ja. Okay, haben wir das geschafft. Ja, dann gehen wir wieder runter. Wo gehen wir denn runter? Da, wo wir hergekommen sind. Ich glaube, hier irgendwo her. Ja, bidabidu. Ach ja, vielleicht sollten wir nochmal gucken, ob es hier noch... ob es hier noch mehr gibt. In diesem Räumchen. Irgendwie nicht. Gut. Moment mal, da ist ein Fass. Ne, damit kann ich nichts machen. Da wird auch nichts angezeigt. Ja, das ist gut. Dann können wir ja Janus Bescheid geben, dass die Meuchelmörder hier weg sind. Schläfst du noch hier drinnen? Nö, schläft er nicht. Janus ist bestimmt wieder am Fegen. Der fegende Janus. So, oh Gott. Da ist Fulko. Na, ich weiß nicht, ob ich an dem vorbeigehe. Naja. Ich warne dich. Schnüffle hier bloß nicht herum, Freundchen. Mit Spion machen wir kurzen Prozess, klar? Soll das jetzt etwa eine Drohung sein? Du hast es erfasst. Das ist eine Drohung. Also pass bloß auf, was du tust. Hey du, was quatschst du so lange mit Janus herum, Freundchen? Was meinst du? Jetzt tu nicht so scheinheilig. Ich weiß genau, dass du dich mit Brunos Diener unterhalten hast. Willst ihn wohl aushorchen, was? Nein, ich wollte nur wissen, warum die Paladine hier damals abgezogen sind. Das hat er mir erzählt. Ach, diese Geschichte soll ich dir wohl jetzt abnehmen, oder was? Wenn du mir nicht glaubst, dann kannst du ja Janus selbst fragen. Hm, na schön, ich glaube dir mal. Aber halte das nächste Mal Janus nicht von seiner Arbeit ab.
Fürs Quatschen wird er schließlich nicht bezahlt, klar? Klar. Okay. Ey, nicht schlecht, schlecht geschlafen. Oh Gott. Ich werde mal lieber speichern. Na, schlecht geschlafen. Also jetzt gibt's noch Gesprächsoptionen. Na, schlecht geschlafen? Wieso? Wie kommst du denn da drauf? Nun, weil ich dich nachts im Burgsaal gesehen habe. Wie? Du warst im Burgsaal? Was fällt dir ein? Du hast um diese Zeit dort nicht zu suchen, verstanden? Du hast mir nicht zu befehlen. Ich mache immer noch, was ich will, klar? Werde ja bloß nicht frech, sonst wirst du es bereuen. Oh. In unserem Kerker ist noch eine hübsche Zelle für dich frei. Damit machst du mir keine Angst, Fulko. Du wirst dich hüten, mich einzubuchten. Du weißt genau, dass du es sonst mit Lord Baldwin zu tun bekommen wirst. Wenn du meinst. Allerdings, es gibt auch noch andere Mittel. Oh, ja. Pass auf, Fulko, ich warne dich. Vielleicht interessiert sich ja Bruno für das, was ich in der Nacht beobachtet habe. Genau. Warum sollte er? Nur weil ich mal einen Abendspaziergang gemacht habe? Lächerlich, das interessiert ihn nicht. Keine Ausreden, Fulko. Ich weiß genau, was du gemacht hast. So, was denn? Du hast mit einem Boten der Finsternis gesprochen und... Du verdammter Schnüffler! Was willst du damit sagen? Dass du irgendein mieses Spiel vorhast. So? Was denn für eins, du neunmal Kluger? Das weiß ich noch nicht, aber ich bekomme es noch heraus. Na, dann noch viel Spaß dabei. Okay. Es gab noch nichts auf die Maule. Hey! Ich warne dich, komm mir bloß nicht in die Quere, klar? Okay. Ja, was soll ich jetzt machen? Bruno davon berichten? Hey Bruno. Brauch eure Erlaubnis. Okay. Ach ja, richtig, das war ja so eine andere Quest. Ich brauche eure Erlaubnis. Wofür? Ich benötige den Schlüssel für die Bibliothek. Adam will ihn mir aber nur geben, wenn ihr mir die Erlaubnis erteilt, diese betreten zu dürfen. Was hast du bitte schön in meiner Bibliothek zu suchen? Der Eintritt ist für jedermann verboten. Ich suche ein Buch. Ach, was du nicht sagst. Was denn für eins? Helem berichtete mir, dass ein Nachfahre des Stammlers ein Tagebuch verfasst hat, das angeblich in der Bibliothek zu finden sein soll. Na und? Was ist an diesem Buch denn so wichtig? Ich vermute, dass ich in diesem etwas Wichtiges über den Fluch auf dem Friedhof erfahre und damit den Stammler wirksam bekämpfen kann. Das wäre allerdings nicht schlecht. Dann hätte ich eine Sorge weniger. Ich kann also von Adam den Schlüssel bekommen? Ja, das kannst du. Sag Adam, dass ich es ausdrücklich befehle, dass du Zugang zu meiner Bibliothek erhältst. Na, ein Glück. Allerdings, eine Bedingung hätte ich. Du musst die Sache auch zu Ende führen. Das heißt, es erreichen, dass der Spuk des Stammlers endlich beendet wird. Von mir aus. Abgemacht. Gut. Ich wäre dann auch bereit, dich angemessen zu belohnen. Und nun geh und hol dir den Schlüssel. Danke. Ich dachte zuerst, ich könnte den Bruno gar nicht überzeugen, die Erlaubnis zu bekommen. Ja, okay. Dann haben wir ja schon ein paar Sachen. Gleich mal gucken hier. Der Stammler da. So, ich habe Bruno mitgeteilt. Bla bla bla. Okay. So, Marianus mal berichten von den Poltergeistern. Wegen deinen Gespenstern. Ja, hast du was herausgefunden? Ich habe mich mal auf dem Dach umgesehen. Gespenster habe ich aber dort nicht gefunden. Merkwürdig. Wer hat aber dann die Geräusche da oben verursacht? Das kann ich dir sagen. Oben hatten sich zwei Assassinen in den Turmzimmern eingenistet. Was sagst du da? Zwei Assassinen? Na sowas. Hast du mit ihnen gesprochen? Nun, zum Reden kam ich erst gar nicht, da mich die Kerle sogleich angegriffen hatten. Ich musste sie daher töten. Ich vermute aber, dass die beiden bezahlte Meuchelmörder waren. Das ist doch schrecklich. Aber wie kamen denn diese Kerle auf unser Dach? Da gibt es eigentlich nur eine Erklärung. Jemand hat sie heimlich dorthin geführt. Ja, und wir wissen auch, wer es sein könnte, nicht wahr? Wenn ich es mir recht überlege, kann hinter allem nur Fulko stecken. Ja. So?
Aber wie kommst du darauf? Nun, bei Fulkos Gespräch mit diesem seltsamen Geist konnte ich mich an etwas erinnern. An was? Der Geist befahl Fulko, den Statthalter zu irgendetwas zu überzeugen. Ich frage mich nur, zu was? Vielleicht, dass Bruno ein Bündnis mit den Orks schließen soll? Aber das Bündnis ist doch beschlossene Sache. Eben. Das alleine kann es also nicht sein. Es muss also noch was anderes geben, wozu Bruno überredet werden muss. Aber was könnte das sein? Tja, da bin ich jetzt auch ziemlich ratlos. Ich glaube, ich habe eine Idee. Der Mann, den Fulko einsperren ließ, könnte uns vielleicht den Beweis liefern, dass der Berater des Statthalters ein Verräter ist. Allerdings müsste ich hierzu in den Kerker gelangen, um mit diesem sprechen zu können. Ich müsste daher wissen, wer den Kerkerschlüssel hat. Den wird Stefan haben. Er ist in der Regel für die Gefangenen zuständig. Gut, dann werde ich versuchen, an den Schlüssel heranzukommen. Warte. Es kann sein, dass er den Schlüssel nicht bei sich, sondern in seiner Stube liegen hat. Und wo ist Stefans Stube? Über dem Zimmer, seine Exzellenz. Aber Stefan wird den Raum verschlossen haben. Also noch ein Schlüssel. Na schön. Ich werde versuchen, auch an diesen ranzukommen. Viel Erfolg. Oh, oh, oh. Hammer, Hammer, Hammer. So, vergrabener Schatz. Die Chroniken. Moment mal, was haben wir denn hier? Der Stammler. Ich habe Bruno mitgeteilt. Richtig, das hatten wir gehabt. So, In Unruhen auf Tamora. Was war denn das andere eben nochmal? Oder habe ich jetzt hier eine erfüllte? Ja, Poltergeister ist erfüllt. Spuk im Burgsaal und Gespenster. Okay, also wir gehen erst Moment mal, wer ist er denn? Nochmal. Halt! Was willst du denn hier? Ich gehe ja schon wieder. Komme ich nicht ran. Mal eins nach dem anderen. Adam. Und wo ist die Bibliothek? Das frage ich mich jetzt auch noch. So, runter zu Adam. Wenn er denn da wieder steht. Lustig. Steht Adam da? Ja, er steht da. Gut. Ich habe die Erlaubnis von Bruno, also rück den Schlüssel raus. Gib mir den Schlüssel zur Bibliothek. Der Statthalter gibt dir den ausdrücklichen Befehl hierzu. Ja, das klingt ganz nach Bruno. Hier hast du den Schlüssel. Bring aber in der Bibliothek bloß nichts durcheinander. Klar? Nö, bringen wir nicht. So, jetzt gucken wir mal, ob Stefan, Helene, Stefan, ist nicht hier. Doch, ist hier. Stefan, zuhören. Wäre gewagt, seinen Stubenschlüssel zu stehlen. Also hat er ihn. Oh, ja. Na gut. Ui, ich hab ihn. Ja, ich hab ihn. Schön. Den Stubenschlüssel. Los, wo ist seine Stube? Ach, über den Gemächern. Der Exkrements. Stimmt, ja. Vielleicht sollte ich mal eine Runde pennen. Gibt's hier ein Bett? Muss, ne? Genau. So, also. Stefans Gemach und die Bibliothek ist jetzt zu öffnen. Frag ich mich, wo ist diese Burgbibliothek? Das geht hier gar nicht. Thank you.
das, was man so rumerzählt. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Aha. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Jetzt bin ich hier auf diese Plattform gekommen. Na, das war wieder... Oh ja, auch ein Bettchen. Ja, hier gibt's nichts. Aber es gab ja noch eine Türe. Und zwar war es die. Ja, die ist es. Aha. An der Bibliothek sieht das hier nicht aus, liebe Leute. Aber da ist irgendwo drin. Die Chroniken von Tamora 3. Aber nichts mit dem Stammler hier. Nochmal gelesen, die Chroniken von Tamora 3. Das habe ich auch gesagt. Ah, schwarze Magie. Die Chroniken von Tamora. Achso. Band 2, Band 3. Jawohl. Das neue Jahrhundert brachte die Piraten zu einer damaligen Zeit, Erz und Silber an die Oberfläche zu bringen. Gut. So, da gab es nämlich noch eine Chroniken von Tamora. Gut, ich habe den dritten Band gefunden. In diesem Band wird berichtet, ja, dass Schätze zu holen sind. Oh, 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 oh. Ruhe. Okay. Erstmal abspeichern. So, dann wollen wir mal die Kur jetzt mal knacken. Oh. Ah ja. Ui, 223 Gold und Kerkerschlüssel aus Stefans Stube. Diesen Schlüssel fand ich in Stefans Stube. Ach so, das ist schon Stefans Stube. Da scheint der Schlüssel für den Kerker zu sein. Ach nee. Der Kerker war ja, glaube ich, draußen. Das war ja dieses zweistöckige Teil da. Genau das habe ich auch gesagt. Sehr schön. Aber die Bibliothek haben wir immer noch nicht gefunden. Nee, hier gibt es nichts mehr. Bestimmt nicht. Das sind doch alles nur Gerüchte. Ja, ja, ja. Das liegt doch auf der Hand. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Mal abspeichern. Ich glaube, ich habe noch was vergessen. Ich muss irgendwo noch rein. Da war ich schon drinne. Hier, glaube ich, war ich noch. Ja, Himmelbettchen. Und... Oh, Bonus-Truhe. Okay. Na, warte mal. Nee, geht noch nicht. Die könnte natürlich eine lange Kombination haben. Sollen wir mal gucken, was Brunos Truhe so hergibt. Ach ja. Na Mist. Hey, cool. Der Doppelbock. Block. 100. Oh, schön. Und ein Schlüssel zum Burgsaal Tamora. Sehr gut. Der Doppelbock. Block. Der Doppelblock, das ist bestimmt irgend so eine Nahkampfgeschichte oder sowas. Ja. Da gucken wir doch gleich mal nach. Sorry. Das war was Rotes. Mal gucken. Nee. Da ist er. Ach, mit zwei Handwaffen. Sehr schön. Das Abblocken, gegnerische Klinge, Gegnerschäden, gekonnte Schläge. Luppidupidup, schön. Ja, nicht gegen die Wand rennen. Das hätte er doch besser wissen müssen. Ja, dann haben wir ja schon mal ein paar Schlüssel. Und ich verabschiede mich für diese Folge. Und dann geht's bestimmt spannend weiter, ne? Okay, ihr wisst ja, Daumen und ein Kommentar. Ich sage Tschüss. Tschüssi.